Hallo, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, Alex. Freut mich, dass du eingeschaltet hast und ich hoffe, ihr habt heute Lust auf ein Haul-Video. Ich habe ein paar wunderschöne Teile für euch herausgesucht und fangen wir gleich an mit dem ersten Teil und das ist dieses wunderschöne Top von H&M. Ich mag vor allem diesen Ausschnitt hier. Das sieht einfach getragen sehr, sehr schön aus. Es ist auch nicht zu lang und nicht zu kurz. Ich habe hier auch eine S genommen, weil XS war mir doch ein bisschen zu eng. Aber es ist wirklich so ein Teil, was kann man immer gebrauchen. Es sieht wirklich sehr schön getragen aus. Zu Jeans, zu Rock. Ja, also wirklich ein, ja, so ein Basic-Teil. Und als ich da bei H&M war, habe ich diesen Blazer entdeckt. Und oh mein Gott, alles, was ich mir von einem Blazer wünsche, ist sehr schön lang, bisschen oversized. Die Farbe ist sehr schön. Also nicht ganz weiß. Also ein bisschen cremeweiß kann man wunderbar kombinieren, auch jetzt noch in den warmen Herbst hinein. Und es ist ein bisschen Leinen, also es ist nicht 100% Leinen, aber es hat so einen hohen Leinenanteil ist da dabei. Und ja, also wirklich ein Blazer, den ich wirklich sehr, sehr mag. Ich war ja vor kurzem in Paris und da hat das Wetter ein bisschen verrückt gespielt. Und ich hatte wenig an und irgendwas so zu kalt, dass ich ins nächste Zara rein bin und musste mir dann einfach etwas kaufen. Aber ich wollte natürlich auch etwas kaufen, was ich auch sonst noch gut verwenden kann. Und da habe ich diesen wunderschönen Trenchcoat gefunden. Es ist so ein ganz dünner Trenchcoat, also ganz locker, leicht und luftig, fließender Stoff. Und ich mochte auch die Farbe sehr gerne. Und ja, den habe ich dann gekauft und es ist auch so ein Teil, den man wirklich gut kombinieren kann, auch mit Jeans und elegant und ja, also wirklich kann man immer gebrauchen. Als ich da an der Kasse stand, habe ich diese Bluse hier entdeckt und ich muss ja ehrlich sagen, ich predige es ja immer, ich bin eigentlich nicht so großer Fan von Muster. Ich mache aber Ausnahmen und das ist einmal bei Streifen, bei Punkte und ein bisschen Leo. Also ein bisschen Leo muss schon sein. Bei Leo muss man nur ein bisschen aufpassen, weil Leo kann oft schnell billig wirken. Das hängt vom Stoff ab und auch wie das Muster gemacht ist. Und so ein All-Over-Leo-Look mache ich auch nicht. Also wenn, dann wirklich nur ausgewählte Teile. Also wie gesagt, eine Bluse oder ein Rock oder auch ein Schal geht sehr gut, aber eben nicht zu viel. Aber der Rest vom Outfit muss dann wirklich so ein bisschen neutral sein, also so wie jetzt, also mit diesem Beige passt sehr gut, natürlich alle Farben, die hier vorhanden sind, schwarz, weiß, Creme, also ja, also alles eher schlicht gehalten, aber auch mit einer schönen Jeanshose, sehr schön. Und ich habe die gar nicht probiert, also ich habe die einfach bei der Kasse so mitgenommen und dachte mir, ja, das könnte passen und es passte perfekt. Also ich hatte da so eine elegante beige Hose an dazu, das sah wirklich, also wunderschön aus, also wirklich so eine Bluse, die kann ich absolut empfehlen. Jetzt möchte ich euch ein Kleid zeigen und das ist passiert mir sehr selten. Also ich war auf Instagram unterwegs und eine Bloggerin hat dieses Kleid gepostet und ich kaufe normalerweise eher selten etwas. Also ich versuche das einfach ein bisschen zu vermeiden. Wenn man da mal anfängt, dann hört es nie mehr auf. Aber dieses Kleid hat mich so geflasht und ich fand das so schön und musste es nachkaufen, ja. Also es sah an ihr wunderschön ausgetragen und ich habe gedacht, ja, es ist ein typisches Sommerkleid, hat alles, was man so sich wünscht, also ein bisschen verspielt, ein bisschen verträumt. Es hat einen doppelten Rock, dass man nicht durchsieht und ja, also ich mochte es auf Anhieb, gibt es übrigens auch noch in Schwarz und ja, also gekauft und getragen und ja, also wirklich kann ich absolut empfehlen. Ich habe noch ein paar Schuhe für euch und dann ist Schluss. Und das sind diese wunderschönen Sandalen hier. Also ich wurde ja schon öfter, also ich habe die mal in der Story gepostet und dann haben mir sehr viele Mädels geschrieben, dass sie sie selbst haben in mehreren Farben. Macht Sinn, die sind wirklich sehr angenehm zu tragen. Und die erinnern mich so ein bisschen an die Sandalen von Hermes, nur um einiges günstiger. Und ja, also wirklich sehen sehr schön aus, also nicht übertrieben, passen zu allem, zu Jeans, Hosen, aber auch zu diesem Kleid, was ich euch vorhin gezeigt habe. Also sind so Sandalen, die einiges mitmachen und ja, also wirklich kann ich absolut empfehlen. Ja, das war's eigentlich auch schon mit meinem Video. Ich werde nochmal alle Teile unten in der Infobox verlinken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.